Hey zusammen, ich bin das Melipis-Fan und heute gibt es mal wieder ein schweizerdeutsches Video von mir. Es gibt wie immer für alle englische Zuschauer englische Untertitel auf YouTube zum Aktivieren, aber in diesem Video wollte ich gar nicht allzu viel sagen, weil heute geht es nämlich ums Follow Me Around von der China-Premiere zu Love, Simon. Wer mein letztes Video gesehen hat, der weiss, dass ich ein Event zur Schweizer Premiere von Love, Simon organisiert habe. Und zwar habe ich ganz viele Schweizer LGBT-Influencers eingeladen. Ich habe das Wort Influencer immer noch nicht gern, aber es sind halt Schweizer YouTuber, Schweizer Instagrammer, Schweizer Blogger, Drag Queens und die sind alle Teil von der LGBT-Community und die kommen alle auf Solothurn ins Kino Ganwa und die bringen alle ganz viele coole Zuschauer mit und zusammen wollen wir einfach den Film Love, Simon geniessen. Die meisten haben es vielleicht schon mitbekommen, Love, Simon ist ein mega cooler Film, wo es um einen jungen Giel, Mann, wie auch immer geht, wo quasi sein Coming-out wird haben. Und ja, ich bin schon mega, mega gespannt, wie der Film wird sein, weil mehr weiss ich nämlich auch nicht. Ich mache mich jetzt auf Solothurn und ich hoffe, ihr habt viel Spass beim Zuschauen, wie die Kinopremiere so läuft. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. So zusammen, ich bin wieder daheim. Der Film Love, Simon war wirklich ein wunderschöner LGBT-Film. Er ist auf jeden Fall empfehlenswert zum Schauen. Ich konnte mich vor allem damit identifizieren, dass der Simon, der im Film sein Coming-out hat, das Coming-out mehr oder weniger ungewollt hatte. Und das war bei mir persönlich auch so. Damals, als ich in der Schule gemobbt wurde, war mein Coming-out auch nicht wirklich meine Entscheidung. Und ich finde, der Film gibt eine ganz wichtige Message mit, dass wenn jemand ein Coming-out haben will, die Person selber soll entscheiden, wenn, wie und wo das Coming-out stattfindet. Und ja, ich wollte noch gar nicht so verraten, wie der Film ausgegangen ist. Schaut ihn euch an und ich werde an dieser Stelle ein ganz, ganz grosses Messi loswerden als Kino Ganwa, wo das Ganze ermöglicht hat. Ich werde mich natürlich bei allen LGBT-Leuten bedanken, die gekommen sind. Vor allem auch bei der Milchjugend. Das ist eine tolle Organisation, die sich bereitgestellt hat, bei dem Ganzen mitzuhelfen. Ich bin allen bedanken, die an dem Event gekommen sind. Und ich werde an dieser Stelle nochmal sagen, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das Event organisiert habe. Ich habe das wirklich echt gemacht, wo ich finde, auch in Städten wie Solothurn, wo sonst LGBT-mässig nicht viel läuft, muss ich mal so etwas stattfinden. Und wenn ihr etwas mit auf den Weg nehmt, dann nehmt bitte mit auf den Weg. Die Schweiz ist noch weit davon entfernt, dass LGBT-Leute dort sind, wo wir gerne wetten sind. Und egal, was für ein kleines Event, was für eine Gestik, was für eine Aktion ihr startet, kleine Sachen können auch schon etwas bewirken, so wie ich zum Beispiel dieses Event gemacht habe. Ich tue euch natürlich alle YouTuber, Instagram, Blogger, Drag Queens etc. nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken und dann bleibt mir nochmal noch zu sagen, hope you like this video, see you hopefully next time, I'm Smiley Peace Fan, bye! Each time of year carries memories like a never fading whisper in the breeze. Oh, we will keep on changing all over.